Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier im Jahre Anno 2205. So, gestern habe ich das letzte Mal aufgenommen und habe trotzdem alles wieder vergessen. Wir wollten auf jeden Fall, soweit ich weiß... Das ist klein, was? Ja, ja. Wo immer du hingehst, Nick war schon da. Und er bringt immer bergeweise hochwertige Ware mit. Genau, soweit ich weiß, wollten wir hier mal schauen... dass wir diesen Auftrag noch weiterbringen. So, befestigen Sie Lai Sheng Geschäftsführerkreuzer an Ihrem Kommandoschiff. Wo ist unser Kommandoschiff? Da. Wo ist der Geschäftsführungskreuzer? Da. Oha. Ein kleines Motorboot, okay. Das ist also die Geschäftsführung, okay. Achtung, Versorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Also wir müssen jetzt sozusagen, das sind jetzt hier die Investoren von der anderen Firma. Und wir müssen die jetzt sozusagen zum Damm begleiten. Sind unterwegs. Damit die sich wirklich vergewissern können, dass das eine gute Idee ist. Weil das soll ja so ein bisschen, glaube ich, eine Anspielung an den Damm sein aus Anno 2070. Und da ist das Ganze ja schiefgegangen, ne? Deswegen. Gut. So. Sehr schön. Hier könnten wir theoretisch auch noch ein paar kleine Sachen aufwerten. Ansonsten sind wir immer noch mit ein paar Sachen im Minus. Allerdings würde ich gerne erstmal die Energieprobleme lösen. Und damit wären die, glaube ich, für eine ganze Weile gelöst. Und danach können wir ja richtig fett... Dann müssen wir auch nicht mehr auf die Bilanz so stark achten. Dann können wir richtig fett da upgraden. Okay. Was ist das denn? Hä? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Sie machen gute Arbeit. Okay. Warum vereinen wir nicht unsere Kräfte? Solche Informationen könnten für uns beide nützlich sein. Okay. Administratoren anwerben. 10.000 Stück. Administratoren sind nicht die ganz großen, ne? Das sind die... Bestätigt. Zweiten oder dritten? Ich habe letztens... Manager? Administratore. Okay. Das heißt, wir müssen dann noch auf die zweite Simulationsstufe gehen und da dann... Okay. Na gut, egal. Ich werde das jetzt trotzdem erstmal machen, ganz kurz. Wir könnten hier mal noch ein Upgrade machen. Zack. So, damit wir bei den Grundsachen jetzt nicht negativ dastehen. Gut, und dann schauen wir uns mal an, wie das hier so aussieht. Könnten hier prinzipiell dann noch die Straße ein wenig erweitern. So. Gut. Das gleiche gilt für diese Straße und auch für diese Straße. Okay. Wir haben keine Bauboards mehr. Stimmt, die wollte ich ja auch noch wieder anstellen. Okay, ich erinnere mich. Und Energieprobleme. Nee, doch nicht. Aber ein bisschen Logistikprobleme. Wo ist denn relativ wenig Logistik ausgeprägt? Hier oben. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir im Endeffekt erstmal ein bisschen kurz warten. Dass, oder eigentlich, wir produzieren die so schnell, wir können schon weiterbauen. Sehr gut. So, dann hier dazwischen die Kleinen. Für die brauchen wir auch keine Baubots. Also die Baubots brauchen wir nur für die Großen, okay. Ja, ist egal. So. Ja, ich weiß, ich habe keine Straße. Ist okay.
So, okay, jetzt habt ihr Straße. Überlegen, wie ich das jetzt hier weiterbaue. Ich hatte eigentlich vor, das Ganze jetzt so zu bauen, zum Beispiel. So. Wobei nicht ganz so. Bauen wir es mal lieber so. Und hier die würde ich auch nochmal abreißen. Ich weiß, wir kriegen da jetzt gerade nicht das komplette wieder, aber wir haben eigentlich genug. So, dann. So. So, und jetzt würde ich aber hier gerne so bauen. Es geht alles irgendwie nicht so ganz auf. Okay. So. Dann kommt hier eine Straße hin. Und da eine Straße hin. Wie sieht es eigentlich so ansonsten aus mit dem hier? Noch gerade so ausreichend. Hier 4. Eigentlich könnten wir... Warte mal. Das hier wollte ich theoretisch noch umsetzen, ne? Könnten wir dann irgendwo hier hinten hinpacken? Dahin zum Beispiel. Jetzt sind wir bei 5, haben also ein bisschen was gespart, okay. Sehr schick. Bauen wir das hier so. Sehr schön. Straße. Straße. Da kann noch ein großes rein. Und dann das Ganze im Endeffekt nochmal. So, jetzt brauchen wir schon wieder hier... Ja, nein, 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 das war falsch. So. Zack, so. Schöne Straße, gerade Straße, genau. Du willst nochmal die Details? Aktualisierst du überhaupt deine Cloud? Nein. Cloud ist gerade pausiert. Gut, das heißt, hier oben wäre irgendwo auch noch so ein... Sowas hier ganz gut. Könnte man eventuell überlegen, das hier so irgendwo hinzubauen. So, dafür müssen wir dann hier Straßen abreißen. Und dafür können wir hier... So. Sehr schick. Dann müssen wir damit wieder genug haben. Genau. Und ja. Würde ich sagen, machen wir erstmal Upgrades. Das müsste schon reichen. Ich überlege gerade, wo ich als nächstes upgraden möchte. Ich glaube, hier hinten die. Transferroute ineffizient. Ja. Fehlende Waren. Alles okay. Leidet unter inadäquater Warenversorgung. So, 8000 haben wir schon. Du müsstest auch ein kleiner sein. Du bist auch ein kleiner, du auch. So, dann hier nochmal... Wie viele wir davon upgraden können. Gut, das war's dann auch schon wieder. Gut, dann müssen wir jetzt gleich die 10.000 haben. Locker. Und wir könnten uns nochmal hier um diese Waren kümmern dann. Wir brauchen auf jeden Fall... Ist dann auch schon wieder ausgelastet, dieses Feld. Gut, im Endeffekt könnte man auch darüber nachdenken, wenn man jetzt noch sagt, man spielt eh sehr lange, dass man auf der Strategiekarte hier noch ein weiteres Gebiet beansprucht. Und dass man da sozusagen das eine mit, ja... Wobei, nee, das geht so hundertprozentig gar nicht mehr, ne? Du so konservativ bist. Los, deine Stimme ist wichtig. Ja. So, okay, das heißt, wir dürfen jetzt die nächsten 15 Minuten auch die nicht weiter upgraden, aber wir können uns mal um die Rohstoffe kümmern. So...
Wasser war da. Nein, wir hatten irgendwo doch noch neues Wasser. Da ist noch Wasser, okay. So. Sind wir glatt auf 0. Dann würde ich sagen, können wir das hier erstmal wieder schlafen legen. So, einfach eine 60.000er Bilanz. Krass. Gut. Gut, 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 gut. So, was wollten wir noch machen? Wir brauchen wieder Vitamindrinks. Und Vitamindrinks sind wir ziemlich ausgelastet. Das heißt, da müsste ich mal schauen, ob wir da hier mal den Weg jetzt machen wollen. Irgendwie. Bauen wir mal so. Okay, und dann fangen wir hier hinten im Endeffekt an, da die Vitaminzeug neu zu bauen. Okay, dazu würde ich mal sagen, fangen wir mal an, das... Oder nee, warte, ich wollte anderes Zeug, wollte ich umplatzieren. Ich wollte das hier rausnehmen. Ja. Hier hinten haben wir die Plätze dafür. Wir brauchen erstmal nur einen, ne? Ja, beziehungsweise zwei. Eins, zwei, aber nicht so viele. Drei hier vorne, okay. Das heißt, ich werde erstmal anfangen, irgendwie hier die Straße zu bauen. Und die später noch anders gestalten. So. Dann bauen wir hier mal sowas hin. Und packen da schon mal den hier weg. Ja. Müssten wir die beiden mal umplatzieren da. Funktioniert das, wenn wir das so machen? Nein, natürlich nicht, weil wir da das... Okay. Das heißt, das hier erstmal auf die andere Seite. Und nächster Versuch. So, okay. Dann könnten wir jetzt eigentlich hier das Ganze wieder umplatzieren. Oder wir lassen das hier hinten und tun das noch mit dazu. Und platzieren das hier dann neben. So. Okay. Sehr schick. Nummer 1 haben wir umplatziert. Brauchen wir jetzt dort hinten die Mine. So. Dazu brauchen wir auch wieder ein Logistikgebäude. Oder nicht, ich mache erstmal, hole ich das... Das Diamantmine, genau. Die Diamantmine. Dahin. Die hat nur zweimal Energie, okay. So, zack, zack. Können wir eigentlich auch gleich noch aufwerten. So. Mehr Energie zur Verfügung. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Gut, dann brauchen wir hier irgendwie noch... Warte mal, ich muss das mal ganz kurz hier... Das gefällt mir nicht. Das kommt dahin. Machen wir es so. Okay, und dann brauchen wir hier noch sowas. Das passt dann nämlich recht gut hier hinten irgendwie rein. So.
Gut. Dann können wir nämlich hier den Nanoschleifer noch mit wegbewegen. Und den hier hinten ist der ein bisschen effizienter. Dahinter passen sogar auch nochmal zwei. Okay. Ist da noch ein drittes hin? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, lasse ich die erstmal hier vorne. Oder ich packe die hier dazwischen. So, okay. Nach dem Nanoschleifer hier noch das hier. Okay, wohin, da oben hin. So. Kurz überlegen, wohin. Transferroute ineffizient. Ja. Sache, fehlende Waren. So, sehr gut. Ein bisschen umbauen. Könnten die hier irgendwie mal hier hinter mit stopfen? Okay, oder auch nicht. Machen wir es so. 2, 3, 4, 5 hatten wir da noch gar nicht gebaut, auch wieder. Okay, dann passt der dahin. Und wir könnten hier mal noch einen 5. bauen. So, okay. Jetzt aus, noch 6 Minuten, okay. Damit wäre das mal verlegt und jetzt könnte man hier im Endeffekt noch wieder anfangen, andere Sachen zu machen. Auf jeden Fall würde ich mal Folgendes machen. Ich würde mal ganz kurz das hier dahin platzieren. Dann reiße ich diese Straße weg. Platziere das dahin. Wie ist das? Passt da eigentlich noch irgendwie was hin? Nicht wirklich. Okay. Dann können wir diese Straße hier noch ein bisschen verlegen, sozusagen. Dorthin. Das Teil passt nirgendwo mehr hin. Das ist natürlich doof, ne? Da wird es auch erstmal ganz kurz beiseite tun können. Das brauchen wir jetzt nicht so dringend. Okay. Jetzt muss ich mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, wobei wir... Nee, ist okay so. Ist okay so. Okay. Dann könnte das dorthin. Nee, anders. Anders. Es ist so dunkel gerade, das stört mich ein bisschen gerade an dem, was ich bauen will. 4. Und die beiden dorthin. Und dann müsste das eventuell dorthin passen. Ja. Das passt sogar hier oben hin. Gut, dann lassen wir das hier oben. Bauen wir das dann da später um. Dazu. Okay. Wobei das hier eigentlich noch eins nach hinten müsste.
Und die Straße auch hier noch eins nach vorne, sonst hätte das auch nichts gebracht. Okay, so. Und weg mit dieser Straße. Okay. Sehr schön. Die müssen wir aber irgendwie noch besser unterbringen hier. Also eins könnte dorthin, das ist nicht das Problem. Dann bauen wir dem hier noch eine Straße dran. So. Gut, dann brauchen wir diese Straße dort nicht mehr. Könnten das hier nach ganz vorne verlegen. Das hier nach ganz vorne. Das hier könnten wir auch noch mal so hin verlegen. Und dann könnte dorthin hoffentlich, wenn ich mich jetzt sehr freue, da würde ich mich sehr freuen, dahin genau. So, noch eins passen. Okay. Dann müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt 20 negativ hier. Das ist voll, denke ich mal. Ja, sonst hätten wir kein neues gebaut. 1, 2, 3, 4. Gut. Jetzt brauchen wir natürlich dementsprechend auch wieder Obst. So. 1, 2, 3. Sogar 1 zu 4. Egal. Brauchen wir schon mal für die Zukunft sozusagen. Okay. Dann. Brauchen wir Reis im Moment nicht, aber Algen. Algen sind wir hier schon. Okay. Hier könnten wir auch noch eins bauen. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir hier noch wieder. Okay. So. Sehr schick, sehr schick. Okay, dann sind wir damit wieder positiv. Dann würde ich jetzt hier noch ein bisschen mehr Platz machen. Ja. Was packt man denn nach drüben? Was ist denn sinnvoll, nach drüben zu packen? Den Reis könnten wir eigentlich ziemlich leicht einfach nach drüben nehmen. Der nimmt doch relativ viel Platz weg. Ja. Okay. Aber im Moment braucht man den Platz auch noch nicht so super dringend, deswegen... Nein! Warum sinken die denn auf einmal? Es ist ein guter Tag. Umso besser. Warum sinken die? Das verstehe ich nicht. Neuroimplantate brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Ich will dir ja nicht auf die Nerven gehen, aber könntest du demnächst mal vorbeikommen? Aber mit den Neuroimplantaten, ich habe mal wieder überhaupt nicht auf die Zeit geschaut. Das machen wir das nächste Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.